Ja, hallo zusammen. Hier ist Jens von Move Electric. Schön, dass ihr bei meinem Livestream dabei seid. Und die allererste Frage ist immer die wichtigste Frage. Ist der Ton gut? Hört ihr mich? Könnt ihr mich verstehen? Kann das mal jemand in den Live-Chat schreiben? Dazu muss der Kameramann natürlich die Kamera sich mal anschauen, ob er das auch lesen kann. Der Ton ist gut, alles klar. Ja, ich bin hier in Wien und zwar, wo bin ich? Ich habe Philipp neben mir. Philipp ist der Organisator dieses Events, Rock den Ring. Und Philipp, erzähl du doch mal, was ist das hier für eine Veranstaltung? Wo bin ich eigentlich? Ja, also mal herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast. 960 Kilometer. Wow. Von Bremen aus. Nein, Rock den Ring ist eines der größten E-Mobility-Treffen in Europa. Wir haben Gäste von Italien unten, Slowenien, von Deutschland, von der Schweiz. Wir haben alle Hersteller als Partner. Es gibt die neuen Fahrzeuge zum Testen. Wir machen das zum vierten Mal. Man kann sich vorstellen, vor 4, 5 Jahren, wie wir angefangen haben, hat jeder noch gesagt, Elektromobilität, das kommt nie. Elektromobilität, das kommt nie. Ja, mittlerweile wird es eh schon leichter. Die Unkenrufe werden weniger. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, einen Platz zu haben, wo man einfach zeigt, Elektromobilität funktioniert, Elektromobilität ist cool, Elektromobilität macht Sinn. Wir haben die Bühne, wo diskutiert werden kann, wo sich einfach alle, die sich über Elektromobilität interessieren wollen, beschäftigen wollen, sich zusammenfinden und die Fragen beantworten können. Ja, danke für so ein ausführliches Statement. Sag mal, das ist ja jetzt hier heute der Tag für die Influencer, also solche Leute wie mich, so YouTuber, die ihr eingeladen habt, um die Autos Probe zu fahren, die ihr hier organisiert habt. Das heißt, ihr habt jetzt wie viele verschiedene Autos an den Start gebracht heute zum Probefahren? Naja, insgesamt, glaube ich, sind fast 50 Fahrzeuge, die da sind. Und ich schätze, 25 verschiedene Fahrzeuge, wobei wir eben nur die neuesten geholt haben, wo wir gesagt haben, die sind wirklich spannend. Also das heißt, vor 4 Jahren, wo ihr angefangen habt, da gab es Tesla, da gab es einen Renault Zoe und was gab es da noch? Vielleicht ein Nissan? E-Golf. E-Golf zum Probefahren. Und jetzt gibt es hier 50 Autos. Das ist natürlich schon die Menge. Das heißt, nächstes Jahr gibt es 100, weil das steigt ja jetzt ja auch exponentiell die Kurve. Also wir YouTuber, wir werden heute die Autos Probe fahren. Wir haben uns da angemeldet. Ich habe 5 Fahrzeuge, die ich heute Probe fahre. Ich bin leise. Okay, ja. Dann nehme ich das Mikro. Ich habe 5 Autos, die ich Probe fahren werde. Darunter auch eine Vespa, ist kein Auto, also Fahrzeuge. Darunter auch eine Vespa und da gehen wir gleich noch hin. Wo soll das noch hinführen? Ich meine, werdet ihr das noch 10 Jahre machen oder irgendwann ist die Elektromobilität ja so normal, dass es eigentlich egal ist, so ein Festival? Oder wollt ihr das jetzt ewig weitermachen? Ja, gute Frage. Wir haben uns schon als Vorbild, haben wir das GTI-Treffen am Wörthersee, ja, wo das ganze Volkswagen-Treffen ist. Ich denke, für die Elektromobilitäts-Community, auch da wird es einfach immer cool sein, die ganzen Umbauten, die neuen Fahrzeuge, sich auszutauschen. Und wir sind nicht sicher, ob wir es immer in Wien haben werden. Wir werden vielleicht auch noch in andere Städte gehen. Wir werden vielleicht international gehen, auch mal nach Deutschland, in die Schweiz, auch den Dachraum auf jeden Fall. Weil wir schon glauben, dass dieses Format, wo man eben speziell den Fokus nur auf Elektrofahrzeuge hat, einfach spannend ist für viele. Ja, super. Also morgen ist dann hier das ganze Gelände geöffnet für die Zuschauer. Heute ist, wie gesagt, noch interner Community-Tag, auch für die Influencer und noch Aufbau. Also hier ist noch nicht so viel zu sehen, weil alles noch aufgebaut wird. Kannst du noch was dazu sagen für die Zuschauer, wo das hier ist in Wien, wo die hin müssen? Ja, wir sind hier in St. Marx. Das ist in der Nähe vom Autobahn, von der Autobahn Richtung Schwechat raus, in der Nähe vom ÖMDC-Zentrum. Gut erreichbar, es ist die Marx-Halle ist gleich daneben. Wir haben einen Parkplatz für fast 1000 Elektrofahrzeuge. Wir werden dann um den Ring fahren, das ist eigentlich das Highlight. Wir werden ins Zentrum alle fahren. Deswegen rock den Ring. Genau, das machen wir eben auch schon zum vierten Mal. Wir werden den Ring sogar gegen die Fahrtrichtung fahren. Es wird eine Demonstrationsfahrt sein. Und da freuen wir uns natürlich, umso mehr herkommen, umso lässiger ist es, gemeinsam die Elektromobilität zu feiern. Aber ihr wisst, dass ihr dadurch Wien quasi komplett lahmlegt, verkehrstechnisch, oder? Naja, wir haben es das erste Jahr, haben wir es am Samstag gemacht.
Da haben wir dann eine Rüge bekommen wegen dem Einkaufssamstag. Mittlerweile haben wir dazugelernt, haben es an einem Sonntagnachmittag, wo es relativ ruhig ist. Es gibt genug Ausweichrouten. Wir wollen ganz bewusst quasi da den Verkehr nicht lahmlegen. Aber wir wollen zeigen, wie lässig eigentlich eine ruhige Innenstadt ist, wenn der Ring wirklich ruhig befahren wird, was das für Lebensqualität bedeutet. Die Ministerin wird mit an Bord sein. Wir werden sogar alte Fahrzeuge wie den Detroit im Hintergrund. Ja, da komme ich gleich noch hin. Wird mitfahren. Also ich denke, das ist immer ein tolles Erlebnis. Ja, super. Freue ich mich drauf. Philipp, ich danke dir nochmal. Alles Gute. Ich wünsche dir Corona-Gruß. Wie auch immer. Corona-Gruß. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und ja, falls ihr morgen nach Wien kommen wollt, herzlich eingeladen. Hier wird es ein tolles Event geben. Und jetzt gehen wir hier ein bisschen übers Gelände. Es gibt noch nicht ganz so viel zu sehen, weil es hier noch aufgebaut wird. Aber ein paar Highlights habe ich noch für euch. Und vor allem fahre ich noch so die Vespa-Probe und ein ganz besonderes Auto. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, da muss ich noch mal eben den Besitzer suchen. Wo ist er hin, der Hans? Tja, da ist er. Wunderbar. Also, wenn ihr mal diesen Kontrast betrachtet, Patrick, kannst du mal auf den Ioniq schwenken und dann auf den Detroit. Wir haben ja ein Auto von 2021, den Ioniq 5. Und wir haben ja ein Auto von 1918, nämlich den Detroit Electric. Und für die Fans von Entenhausen, das ist das Auto, was Oma Duck in den Comics immer gefahren hat. Und das ist ein voll elektrisches Auto. Und der Besitzer hier, das ist Hans aus der Schweiz, den habe ich gestern schon im Hotel kennengelernt. Und als er mir erzählt hat, dass er ein Detroit Electric hat, da war ich erstmal sprachlos. Zumal ich den ja bei uns in Bremen im Schuppen im Zentrum für Automobilkultur auch schon gesehen habe. Da gibt es aber die Cabrio-Version. Da gibt es auch ein Video von mir mit Michael Schamberg. Ja, Hans, du hast also den Detroit Electric, aber du hast nicht nur den. Kurze Frage, du hast auch noch ein paar mehr Autos. Wie viele Oldtimer hast du? Ja, da 80 Stück. 80 Oldtimer, also der Mann hat 80 Oldtimer zu Hause in der Garage stehen. Bist also ein Sammler, ein Freak oder machst das jetzt dein Leben lang schon oder seit wann sammelst du Oldtimer? Ja, ich habe schon als 26-Jähriger habe ich einen Messerschmitt hergerichtet. Dann habe ich den Messerschmitt verkauft, dass ich ein Wohnmobil kaufen kann. Habe ich das Wohnmobil verkauft, dass ich eine Eigentumswohnung kaufen kann. So hat man sich hochgearbeitet. Dann habe ich mich langsam hochgearbeitet und irgendwann ist man wieder back to the roots. Dann hat man Tempo gesehen im eBay, habe ihn für 1800 Euro gekauft und für 30.000 Euro restaurieren lassen. Das war dann die schmerzhafte Seite. Dann wusste ich dann, dass man etwas lieber einen neuen guten kauft oder einen neuwertigen guten wie einen, den man reparieren lassen muss, ja. Außer man kann es selbst machen. Okay, machst du das selbst oder lässt du das machen? Nein, ich bin eine Schlampe, ich schaffe das gar nicht. Also wenn du Oldtimer kaufst, dann kaufst du sie in einem akzeptablen oder besten Zustand? Rede ich mir ein, ja. Redest du dir ein. Okay, und jetzt dürfen wir, oder der Hans nimmt mich mal mit auf eine Spritztour mit dem Detroit Electric, denn ihr werdet es nicht glauben, der Wagen ist 103 Jahre alt und er ist fahrbereit. Richtig. Wir steigen mal ein, oder? Zuerst muss ich den Hund wegmachen, sonst... Genau, wupsi! Jault es hinter dem Auto, kleinen Moment. Einen Moment. So, ich muss zuerst einsteigen, ne? Die steigt immer ein. Super, ist super. Der Ioniq 5 ist auch für Hunde geeignet. So. Ich nehme mal die Kamera mit hier ins Auto. So, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Jetzt haben wir da das Lenkrad. Das schlage ich mal runter. Da haben wir das Gaspedal. Und jetzt muss ich hinten die Falle drücken, da unten mit dem Fersen, dass ich rückwärts fahren kann. Ah, das ist der Rückwärtsgang. Jetzt können wir, zuerst müssen wir jetzt noch die Bremse lösen, Handbremse lösen, rückwärts drücken und dann geht's los. Ich fahre in einem 103 Jahre alten Elektroauto und es ist völlig geräuschlos. Okay, die Spaltmaße sind nicht so gut und es rappelt ein bisschen, aber es ist wirklich Wahnsinn. Und die Sitze sind bequem, es ist wie im Wohnzimmer.
Aber es ist auch Arbeit, ne? So ein Auto zu fahren. Nö, es ist, macht Spaß. Es ist einfach spaßig. Und wie viel Reichweite hatte jetzt hier der Wagen noch? Dieser hat etwa 80, 90 Kilometer, der BMW i855. Meiner ist allerdings etwas gemütlicher. Höchstgeschwindigkeit? 30 Stundenkilometer. Und Batteriekapazität? Weißt du nicht mehr? Nö, weiß ich nicht. Ich glaube 17 habe ich gehört. 17 Kilowattstunden war das. Möglich, es sind 6 12 Volt Batterien drin. 6 12 Volt Batterien? Früher waren es 12 6 Volt Batterien. Also ist nicht mehr der erste Akku? Nein, das nicht. Und ich habe 4 Stufen. Das ist jetzt die oberste. Eine Rotor, eine Rotor, eine Rotor. Und dann sind wir wieder im Leergang. Also der erste Livestream der Welt aus einem Detroit Electric von 1918, glaube ich. Das ist hier eine Weltpremiere. Ja, kann man wohl sagen. Und wir sind hier nicht in Deutschland, deswegen hoffe ich, dass der Livestream auch stabil bleibt. Aber es ist wirklich toll, diesen Wagen zu fahren. Man fährt zwar nicht schnell, aber es kommt einem viel schneller vor. Ja, das genau, ja. Man muss sich auch gar nicht anschnallen, weil er hat gar keine Gurte. Ich schwenke mal die Kamera nach vorne. Es gibt hier nämlich so einen dritten Sitz drin und noch so einen Notsitz vorne. So, super. Und wir sind wieder angekommen. Jetzt packen wir wieder ein. So. Endstation, alles aussteigen bitte. Vielen Dank, das war ein Erlebnis. Echt klasse. Danke dir. Bitte. So. Meine erste Fahrt und wahrscheinlich auch letzte Fahrt in meinem Leben in so einem Auto. Das kann man ja wirklich nicht jeden Tag machen. Es ist wirklich klasse. Okay, ich bin noch ganz ergriffen, wie ihr merkt. Also Oma Dax Auto fährt man auch nicht jeden Tag. So, jetzt würde ich eigentlich gerne mal zu einem anderen Fahrzeug gehen. Das hat aber nur zwei Räder. Leider ist an dem Stand gerade niemand da. Hm, wo sind denn die Vespa-Leute? Wo sind die hin? Ja, ich wollte die fahren jetzt. Hatten wir verabredet. Vespa! Also Autofahren kann ja jeder Elektroauto fahren und deswegen dachte ich mir, fährst du doch im Livestream auch mal eine Vespa. Und da gibt es jetzt offensichtlich zwei Varianten, wurde mir erzählt, nämlich eine mit 70 km/h und eine mit 45 km/h. Und ich fahre natürlich die schnellere. Hallo. Du bist? Ich bin Hubert Freiler, ich bin Marketingleiter für Vespa in Österreich. Ja, hallo Hubert, ich bin Jens vom Kanal Move Electric aus Deutschland, so ein Elektroautokanal und jetzt fahre ich mal Elektroroller. Ja, wunderbar, eine gute Entscheidung. Ja, ich hoffe, weil eine Elektro-Vespa wollte ich immer schon mal fahren, ich wollte auch immer eine haben. Das heißt, seit wann gibt es die jetzt? Die gibt es jetzt seit 2 Jahren und, hoppala, ein bisschen laut, gell? Seit 2 Jahren sind die jetzt am Markt. Und Kostenpunkt? Kostenpunkt, das ist jetzt rund 7.800 Euro die große, 6.700 Euro die kleine mit 45 km/h. In Österreich gibt es allerdings dazu dann noch Förderung. Das heißt, es gibt im Endeffekt eine Ersparnis bis zu 1.300 Euro auf die große und bis zu 800 Euro auf die kleine. Und welche Reichweiten kann man damit erzielen? Reichweite ist, ich sage jetzt im tatsächlichen Betrieb, haben wir herausgefunden, dass wir hier mit der 70 km/h Version so in etwa 65 Kilometer erreichen. Und die, hat die jetzt einen Wechselakku oder ist der fest eingebaut? Nein, der ist fix eingebaut, weil bei Vespa die Philosophie gilt,
Es ist in allererster Linie eine Vespa und es muss sich wie eine Vespa anfühlen und es muss wie eine Vespa erlebbar sein. Und eine Vespa hat den Erlebnisfaktor, dass alles easy ist. Das heißt, wir haben alles fix an Bord, wir haben das Ladekabel fix an Bord, man braucht nichts extra herumschleppen. Das ist Vespa-Style, ist wirklich nur gedacht, dass man volle Convenience hat, absolut komfortabel ist. Man hat alles mit, man muss nichts extra herumschleppen. Deswegen hier die Philosophie. Und es ist das Chassis im Vespa-Style beibehalten. Wenn man hier einen Wechselakku hätte, hätte man das Chassis verändern müssen und dadurch verändert man auch die Marke und das wollte Vespa nicht. Und du lädst den Akku an der Haushaltssteckdose oder gibt es auch Typ 2 oder nur Haushaltssteckdose? Ja, genau, an der Schuckersteckdose einfach aufladen. Hm, ja, okay. Genau. Ladezeit 4 Stunden? Oder? 4 Stunden für komplett und 2 Stunden für 80%. Ah, cool. Ja, super. Jetzt würde ich gerne mal fahren. Ja, wunderbar, dann hört ich gesagt, Helm aus. Und natürlich kommt Nasilla mit. Ich lasse das Mikro mal hier. Lass ich mir nicht entgehen. Oder nee, das Mikro nehmen wir mit. Hat sie abgeschaltet? Das jetzt, oder? Mikro ist noch an, also läuft noch. Aber jetzt nur noch die Frage, nehmt ihr eine, wir haben auch so Schutzhauben, aber sie sind neu, das heißt... Uns ist das egal, die nehmen auch so. Ich hatte ja eh schon aufgebraucht. Es schaut halt komisch aus, wenn es vor der Kamera aufsetzt. Nee, das ist alles okay, wir sind da nicht so. Wie ihr wollt, also es gibt hier die Möglichkeit, eine Schutzhaube zu haben. Brauchen wir nicht. Oder sonst. Ich glaube, das war der Kleine, ne? Genau. Das war der. Den Medium-Helm. Genau. Ich glaube, die dürfen noch passen von den... Ja. Ich war das mit dem Ziehen? Nee, Ziehen war zum Aufmachen, ne? Ja, ja, genau. Nur reinschieben. Ja, so, sitzt. Toll, ich nicht. Soll ich das machen? Ich bin ja schon wieder nicht hin. Komm her. Ich benutze keine Helme. Böse. So. Wir fahren die 70er. Wir fahren die 70er. Ja, hier. Jetzt müssen wir nur noch rauskommen, aber wir können auch die 70er nehmen. Dann kannst du ja okay, alles klar. So, wollen wir noch kurz erklären? Ja, einmal kurz erklären. Sekunde. Mikro ist an. Achso. Ah, okay. Gut. Soll ich es halten? Ja. So, ganz kurz noch erklärt die Funktion. Wir müssen einmal mindestens den Zündschlüssel umdrehen. Dann können wir über den Zündschlüssel auch das Handschuhfach öffnen, wenn wir hier drücken. Da drinnen gibt es auch eine USB-Steckdose, okay, um ein Handy zu laden. Und mit diesem Knopf öffnen wir hier die Ladefläche, wo ein Helm reinpasst oder ein kleiner Einkauf, wie auch immer. Darunter sehen wir dann die Batterie. Und dann haben wir hier auch schon die Stecker mit. Einfach öffnen, rausziehen, bis zu 3 Meter hier einlegen. Man kann dann das vollkommen schließen. Ach so, das kann man dann zumachen, ja? Ja, das kann man dann weg. Und wenn man das hier durchfädelt, so, dann haben wir hier eine Ausnehmung und dadurch kann man das fix auch schließen, während es angesteckt ist. Ja? Ja. Also wie gesagt, bis zu 3 Meter Entfernung haben wir. So, dann öffnen wir wieder, wenn geladen ist, geben das retour und dann ist wichtig hier, ja genau, es muss ganz anstoßen, denn hier gibt es auch noch einen Sicherheitsschalter, wenn nicht ganz geschlossen ist, dann glaubt das Fahrzeug, es hängt noch an der Steckdose und dann funktioniert alles das klar. Wegfahren nicht. So, wir schließen, einmal den Zündschlüssel ganz durchdrehen, dann startet das System hoch. Kannst du mal kommen? Und jetzt gehe ich auf die rübere andere Seite auch noch. Entschuldigung, kannst du aber ruhig herkommen. So, und hier sehen wir jetzt den Power-Modus blinken. Da ist der Ladezustand. Da wirst du dann sehen, verändert sich der Verbrauch und auch hier, wie weit du rekuperierst und der Akku richtig genutzt wird. Wir haben hier 3 Fahrmodis, Power. Nachdem wir den Schlüssel umgedreht haben, ist das System hochgestartet, aber es kann noch nicht Gas gegeben werden. Okay. Dazu ist notwendig, zuerst 3 Sekunden den jeweiligen Modus zu bestätigen. Jetzt ist es fix, es steht hier ready und ab dem Zeitpunkt wird auch Gas angenommen. In dem Fall können wir jetzt dann losfahren. Und was für Modi gibt es? Es gibt 3 Modis, wir gehen wieder drauf.
Retourgang. Okay. Mit Bestätigung, 3 Sekunden kann man dann retour fahren. Es gibt dann auch ein Warnsignal für alle, die dahinter stehen, so wie bei einem LKW. Und dann gibt es noch den Modus Eco. Bei Eco haben wir eine Begrenzung von 30 km/h. Das ist im Speziellen auch im innerstädtischen Bereich gedacht. Und mit Eco-Modus ist auch ausgetestet. Da kommt man bis zu 100 km. Also okay. Damit kann man die Reichweite natürlich stark erhöhen. So, jetzt sind wir aber im Power-Modus. Und dazu kann ich jetzt nur mal sagen, runter von Ständer und sobald du Gas gibst, Blinker, fährst du los. Was ist das hier? Ja, wir haben hier das Licht, das eingeschaltet ist. Hier ist die Lichthupe. Ach so. Und hier ist das Fernlicht. Alles klar, das ist der dann Blinker, haben wir ja. Den Blinker einfach nach rechts. Alles klar. Dann drücken, Hupe. Ist er wieder aus. Die Hupe ist da. Da gibt es einen Notausschalter, den wir eigentlich jetzt nicht brauchen. Und hier haben wir noch einen Modusschalter, wo wir diverse Bedingungen und Einstellungen abrufen können. Ah, ja. Es gibt hier auch die Möglichkeit, ist fix verbaut, eine Bluetooth-Einheit und man kann, und es gibt dann noch die Piaggio Mia-App oder die Vespa Mia-App, dann kann man das Fahrzeug mit der App koppeln. Dabei hat man dann sämtliche Fahrparameter abgebildet. Man kann damit auch sein Fahrzeug lokalisieren und wiederfinden. Dann zusätzlich gibt es die Möglichkeit, wenn man über eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Helm eingebaut, die auch noch dazu koppelt, dann kann man hier seine Playlist, seine Anrufe und alles gleich, sehr super. Mit gleich steuern, ja. und natürlich auch telefonieren. Wenn man ohne Bluetooth-Einheit unterwegs ist, dann ist die Koppelung über der App. Und man bekommt hier, sollte ein Anruf passieren, während man fährt, die Anzeige, wer anruft. Oder man bekommt ein SMS, sieht man das. Und dann kann man selber entscheiden, bleibe ich stehen, telefoniere ich, ist es wichtig oder nicht, oder habe ich Zeit. Also man kann in Zukunft mit dieser Vespa sein Homeoffice auf dem Roller verbringen. Der beste Weg dorthin, ja, ist eingeschlagen, so ist es. Ja. Ganz neue Perspektive, italienischer Lifestyle, so muss das sein. Aber wir wissen, also zumindest ich weiß aus Erfahrung, weil ich öfter nach Italien fahre, dass Italiener pausenlos telefonieren, egal wo sie sind, im Supermarkt oder in der Pizzeria oder jetzt auf dem Roller. Also gar kein Problem mehr mit der Vespa. Gut, Preise haben wir genannt, also wir können jetzt starten. Ich würde sagen, das Mikro nehme ich nicht mit. So, erstmal vom Ständer runter, einfach vorne schieben. Achtung, und sobald du hier jetzt Gas gibst, geht es auch dann schon los. Ja? Ja. Bremse, Vorder-, Hinterbremse, beide gemeinsam ein. Madame, aufsteigen. Ja, Madame steigt auf. Und da vorne, hier gibt es auch noch die Möglichkeit. So, alles klar? Okay, dann wünsche ich viel Spaß. Okay, danke. Wow. Achtung, es ruckelt gleich. Ich weiß nicht, wie weit das Mikro reicht. Wahrscheinlich nicht weit. Wir fallen nur um, wenn ich das Gleichgewicht verliere, wenn wir stehen bleiben. Also jetzt haben wir jetzt 26. Das Gelände ist nicht besonders Vespa-freundlich. Also man kann sie leider nicht ausfahren auf diesem Gelände. Also erstens, weil es zu klein ist und zweitens, weil es zu uneben ist. Wir sind maximal 50 gefahren, aber das war wirklich klasse. Also die geht gut ab, die Vespa. Macht total Spaß. Das Problem ist, nur 65 Kilometer Reichweite, das ist viel zu kurz. Das hat man ja in einer Stunde durch. Und da will man weiterfahren und kann nicht. Dann muss man wieder 4 Stunden warten. Nee, dann holst du dir einen Espresso, eine kleine Pizza. Ja, ich muss einmal die Stunde zum Espresso nach Hause. Dazu ist zu sagen, nach den Untersuchungen und den Erfahrungswerten, die wir haben, wissen wir, dass mit einem Roller rund 25 bis 40 Kilometer am Tag zurückgelegt wird. Ja, ist genau wie mit dem Auto, das ist auch nur 40 Kilometer am Tag. Aber das macht so einen Spaß. Ja. Also wenn ich die jetzt zu Hause hätte, bei so einem Wetter, ich würde erstmal, weiß ich nicht, den ganzen Tag unterwegs sein wollen.
Dazu, ja, da müssen wir leider sagen, da ist die Elektromobilität noch nicht so ausgereift, dass wir wirklich bedenkenlos ins Blaue fahren können, ja, oder ins Grüne fahren können, wie auch immer wir es ausdrücken. Es ist momentan sicherlich eher für den innerstädtischen Bereich hauptsächlich konzipiert und die Zielgruppe, die jetzt vielleicht vom Rand der Stadt zur Arbeit fährt oder zum Eiskaffee oder wie auch immer oder Freunde zu treffen, also eher, wie es so schön heißt, die Urban Commuter sind die erste Zielgruppe dafür, ja, definitiv. Wir müssen noch ein bisschen warten, wie die Entwicklung sich vorantreibt. Es wird sehr heiß. Es wird sehr heiß unter dem. Vorsicht! Heiß unter dem Helm. Ja, geh mal runter. So. Okay. Ja, ich bedanke mich, dass ich mal kurz eine Runde drehen durfte. Hat echt Spaß gemacht. Und das Problem ist, jetzt bin ich natürlich angefixt. Ne? Das ist das Schöne, oder das ist genau bei mir. Und das geht auch nur mit so einem Helm. Schaut euch mal diesen Helm an hier. Der ist sensationell. Passt perfekt also, dazu. Leider gibt es den nicht serienmäßig dazu. Und es freut mich, dass der Vespa-Effekt eingetreten ist, denn wir kennen das zumindest in Österreich, dass jeder, der eine Testfahrt mit einer Vespa gemacht hat, kommt mit einem Smiling zurück und genau das ist so Vespa-Feeling. Das ist so dieses Tesla-Grinsen, das hat man auch bei der Vespa. Vespa-Grinsen. Ja, so ist es. Also nochmal vielen Dank. Okay. So, ja, jetzt auf den Ständer. Ja. So. Jetzt wäre ich eigentlich an der Reihe, um mit dem Audi e-tron GT zu fahren. Und ich hatte mich mit Wolfgang verabredet von Ecario, der den nämlich vor mir fährt, dass er eigentlich jetzt hier eintrudelt. Aber wir sehen nichts. Schade eigentlich. Dann muss ich mir jetzt ein anderes Opfer suchen. Was haben wir denn hier noch? Ich muss mal eben gucken, welche Autos verfügbar sind. Vielleicht den Mach-E. Hattet ihr gesagt, dass ein e-tron GT verfügbar ist jetzt für Faden? Ja. Weil eigentlich wäre ich dran, aber es ist keiner da. Da bist du? Ja. Wir haben den einmal ganz hinten. Ah, der Silberne, ja, ich sehe ihn, ganz hinten. Dann nehme ich den. Danke. Deine Nummer haben wir noch nicht. Rufnummer? Mhm. Genau. Sekunde. Ich schreibe dem auf. Oh, danke für die Brille. Danke. So. Magst du gleich ein Band auch noch haben, ein Essen? Ja, gerne, gerne. Nur für Elektrik. Genau. Meine beiden Kameraleute können auch eins kriegen, oder? Einfach dann gleich abgeben. Ja. Mach mal dran. Alles klar. Danke. Wollt ihr noch eben euer Band abholen? Halte ich mal kurz die Kamera. So, und gleich gehen wir zum Audi. Der steht da ganz hinten in der Reihe. Und dann werden wir den mal kurz fahren. So. Ich nehme den Silbernen da hinten. Eine Bitte halt, ne? Nicht schneller als 30? Nein, das. Bitte nicht dort rausfahren. Nicht dort, also da. Dort rausfahren, genau, weil er ist zu niedrig, der setzt auf. Gut zu wissen, danke. Und dort nicht. Danke. So, wie ihr seht, stehen hier jede Menge Autos, also fast 25 verschiedene Modelle.
jedes mindestens zweimal. Und wir fahren jetzt den Audi e-tron GT RS. Ja, also was gibt's dazu noch zu sagen? Geil einfach. Sehr, sehr schön. Dann steigen wir doch mal ein. So, um vorzufahren, Zündung einschalten. Das mit der Zündung, das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt hier das auch noch ranpinnen. Jetzt will ich natürlich keine Musik hören. Doch, ist das warm hier. Klima, Auto. Ruhe. Kann ich das hier wieder reinklemmen? So. So. Zündung einschalten. Wo schaltet man hier wohl die Zündung ein? D, R. So, ich würde sagen, das ist die Zündung. Muss man irgendwie ein bisschen kühler kriegen hier. So richtig kühl ist es hier nicht. Wie kriegt man das hier kühler? Sorry Leute, ich bin noch nie im Audi e-tron GT gesessen. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Max ist gut. So. Ist nur ein Tesla, den machen wir platt. Ich habe richtig Respekt hier vor dem Auto. Das kostet wie viel? 120.000? So, also erstmal kurzer Blick auf das Armaturenbrett. Ja, Audi-typisch sieht es hier richtig klasse aus. Wir haben hier Carbon. Nicht schlecht, aber auch hier Klavierlack. Es gibt echt kein Auto ohne Klavierlack. Hier haben wir so Alcantara, Leder oder Kunstleder. Ist das Radio wieder angegangen, warum auch immer. So. Eigentlich will ich die Kamera nicht. Wie kriege ich die weg? Das Auto überfordert mich. Genau. So, nee, so. Nee, so. So. Dann geht's jetzt los. Also wir dürfen in Wien überall hinfahren. Ich kenne mich in Wien gar nicht aus. Am besten mache ich mal das Navi an. So, wo geht denn hier das Navi an? Gibt es hier irgendwie eine Navi-Kurzwahltaste? Verdammt. Ist ja nicht so wie ein Audi. Normal. Navi, da ist es doch. Gut, wie heißt das hier? Weiß das hier jemand? Marxhalle, Gelände. Okay, wir sind hier. Würde ich sagen, Maria-Jakobi-Gasse. Alles klar. Start. So, jetzt habe ich das Ziel. Jetzt mache ich. Ja, ich bin ja schon da. So, wie breche ich das jetzt wieder ab? Letzte Ziele. Ziel auswählen. Alles klar. Danke, dass ich einen guten Kameramann habe. Und es geht los. Entschuldigung, wenn das Bild ein bisschen wackelt. Ich werde gleich mal ein bisschen beschleunigen. Wie komme ich denn hier raus? Boah, ist das ein Gelände hier. Sagte er nicht, ich muss da irgendwo raus? Hier rechts, oder? Hier, ne? Ja, hier. So. Rechts rum, oder? Ne, links rum. Thank you.
Oh, eine Schwelle. Ja, was freue ich mich drauf, wenn ich den endlich mal auf meine Reichweitenstrecke schicken darf. Aber ich fürchte, dann werde ich wieder Regen haben. Heute ist ja kein Regen, weil ich ihn ja nicht auf meiner Reichweitenstrecke habe. Ah, da ist der nächste Kollege. Eigentlich wollte ich den fahren. Aber hier ist eine Sackgasse. Das liegt daran, dass ich mich in Wien nicht auskenne. Ah, schön kleinen Wendekreis. So, Achtung. Oh, geht ganz gut ab. Mal von hinten? Ich bin gerade dabei. Nee, also. Livestream von hinten. Nimm du mal die Kamera. Okay, warte. Ich als Patrizina drauf. So. So, ich muss ja irgendwann auch wieder zurückfahren. Von daher muss ich mir merken, wo ich eigentlich hinfahre. Aber hier ist alles rot. Also ich glaube, ich werde mich nicht allzu weit hier vom Gelände wegbewegen, weil wenn ich mir hier die Karte von Wien anschaue, die Hauptverkehrsstraßen, da ist überall Stau. Also wahrscheinlich fahre ich eine kurze Spritztour und mache dann die Wende und fahre wieder zurück. Ich hoffe auch, der Livestream ist stabil. Ich bin hier im Auto unterwegs in Wien und ich weiß nicht, wie die Bildqualität ist. Ich hoffe, ihr könnt noch was erkennen. Fragt einer, was du da fährst. Audi e-tron GT RS. Ist das Aschenbecher? Ja, Aschenbecher, oder? Oh, grün. Ja, man merkt, dass er tief auf der Straße liegt. Ist auch gar nicht mal so komfortabel gefedert. Ist schon sportlich. Aber bei dem Wagen kein Wunder. Eieiei, jetzt geht hoffentlich die Zuschauer nicht schlecht hier. Ja, die Kamera wackelt ein bisschen. Aber es ist wirklich, also man ist ganz schön eng hier vorne. In diesem Cockpit. Also ich habe Platz hier hinten. Ja, hinten ist Platz. Das heißt, für vier Leute ist der gut, okay? Absolut. Also für zwei Leute, so wie ich. 1,60, sagen wir mal. Ja. Großzügig gerechnet. Moment. Ja, man merkt, dass der Wagen getreten wird, wenn der Probe gefahren wird hier, weil er hat gerade einen Durchschnittsverbrauch von 48 Kilowattstunden, aber immerhin 436 Kilometer Reichweite im Moment. Akku ist im Prinzip fast voll. Damit kann man arbeiten. Gut, bei dem Verbrauch wird das dann nichts mit 436 Kilometer, aber ich glaube, so schlecht ist der im Verbrauch nicht. Ich glaube, der ist sogar ziemlich effizient hier. Luftwiderstand, weiß das jemand von euch? 0,25, 2,4, weiß ich nicht, was er hat. Ja, ich glaube, ich mache hier gleich die Wende, weil hier steht schon wieder alles. Das macht gar keinen Sinn, jetzt hier durch Wien zu fahren mit dem Auto. Da bin ich ja 2 Stunden unterwegs, bevor ich hier rauskomme. Letzte Ziele. Da geben wir wieder ein. Start. Die Route wird berechnet. Danke.
Bitte in 200 Metern rechts. Bitte in 200 Metern rechts abbiegen in die Rautenstrauchgasse. Rautenstrauchgasse. Okay, machen wir. Aber bis ich rechts abbiegen kann, wird das noch ein bisschen dauern, weil da gerade ein Lastwagen rangiert. Also hier sagt jemand CW-Wert von 0,24. 0,24, ja, wusste ich's doch. Das Model Y hat übrigens 0,23. Nur so als Info am Rande. Ja. Sag nochmal, der EQS 0,22? Ja, der EQS soll 0,20 haben. Oh, noch besser. Oh, aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Habe ich nur gelesen. Hier war das, ne? Ne, geradeaus. Kurze Frage in die Live-Zuschauerrunde. Wie ist eigentlich so das Bild hier in so einem fahrenden Auto in Wien? Kann man damit leben oder ist das schlecht? Bild ist okay. Jetzt rechts abbiegen. Das ist doch schön. Beschwert sich einer, dass wir auf Fragen nicht eingehen, weil wir haben die nicht mitbekommen. Bitte nochmal stellen. Also wenn ihr noch Fragen habt, die wir nicht mitbekommen haben, auf die wir nicht eingegangen sind, dann müsst ihr die nochmal stellen, weil vorhin war auf dem Gelände das Licht auch so grell, da konnte man das Display ganz schlecht ablesen. Also das ist keine böse Absicht, wir haben es einfach nicht mitbekommen. Wie ist denn das Fahrverhalten mit dem Gasfuß, mit dem Bremsfuß, mit dem Rekuperieren? Hast du da einen Eindruck? Ja, also ich habe das Gefühl, dass er beim Beschleunigen, also gerade wenn ich starte und auch ein bisschen Gas, Strom gebe, dass er dann nicht sofort losschießt, sondern dass er da so ein kleines Turboloch, sage ich mal, hat. Also ein paar Millisekunden vergehen da. Also bei dem Tesla von mir und auch anderen ist es so, dass er sofort Stoff gibt. Ohne Verzögerung. Hier habe ich das Gefühl, dass er eine leichte Verzögerung drin hat. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Würdest du sagen, es wird das Gasverhalten von einem Verbrenner nachgeahmt? Oder ist das Ende der Straße links? Das Navi quatscht mir immer dazwischen. Ja, könnte man so sagen. Es wird eigentlich das Ansprechverhalten vom Verbrenner nachgeahmt. Das ist wohl korrekt formuliert. Ich glaube, die Frage ging um den Kratzer oder diese gerissene Scheibe da vorne. Jetzt sehe ich das auch erst. Oh, ach so. Oh, ich sehe es jetzt erst. Stimmt. Der e-tron hier hat schon eine gerissene Frontscheibe. Da ist irgendwas passiert. Sieht nach einem Steinschlag aus. Jetzt rechts abbiegen? Nein, geradeaus. Das war ich aber nicht. Das sagt sich so leicht. Als Sie losgefahren sind, wart ihr schon da? Ich weiß es auch nicht. Also, wenn, dann habe ich es auf Video. Wir haben es im Bild. Es war schon da. Also es war schon da, Schwitz. Ich weiß ja nicht, wie ich hier versichert bin. Ah. Ach, ja. Ja, faszinierendes Auto, würde ich sagen. Vor allem ganz schön laut hier. Was ist laut? Das Auto. Ja, aber was? Ach so, ja, der künstliche Sound. Der ist im Innenraum, gerade jetzt im Stadtverkehr, doch ziemlich laut, finde ich. Also wenn man halt gar keinen Sound gewohnt ist. Und auch das Rollgeräusch der Reifen ist ziemlich laut. Allerdings haben wir hier in Wien eine sehr schlechte Betonpiste gerade. Das ist vielleicht dadurch zu entschuldigen. Ich denke mal, auf glatten Asphalt ist das nicht so laut. Aber ganz ehrlich, das ist keine Reiselimousine, das ist ein Sportwagen. Ne? Also man muss das auch mal... Hier, ne? Nee, das Hotel. Ein weiter. Oh. Man muss auch sagen, das ist keine Reiselimousine, sondern ein Sportwagen. Und als solches verhält er sich auch. Jetzt links abbiegen und danach rechts abbiegen. Also keine Familienkutsche. Man kann ja mit 4 Personen reisen, hast du gesagt. Die Frage ist, wenn du damit jetzt 10 Stunden unterwegs bist, ob dir das dann noch Spaß macht als Familie. Also als Fahrer auf jeden Fall. Jetzt rechts abbiegen. Wir sind doch von da gekommen, ne? Ja, geradeaus und dann. Weil wir da nicht rein dürfen, genau. Wir gehen aufs Gelände. Doch. Jetzt rechts abbiegen. Aber das künstliche Geräusch, das ist auch bei hohen Geschwindigkeiten. Und ich weiß nicht wieso, ich verstehe es nicht, weil es ist doch ein Elektroauto.
vor allem, wofür? Wofür haben Sie es gemacht? Für die Fahrer, die gewohnt sind, einen Verbrennersportwagen zu fahren. Dafür, also ich brauche dieses Geräusch nicht, schon gar nicht bei mehr als 30. Wir sind doch von da gekommen. Wir sind von da gekommen, ja. Ich weiß nicht, ob das zu hören ist, das Geräusch. Also ich finde es ziemlich laut. Also das ist jetzt nicht, das ist nicht das Außengeräusch, sondern es ist tatsächlich ein absichtliches Innengeräusch. Hier schreibt einer, man kann das abschalten. Das ist sehr gute Info, danke, das wusste ich nicht. Also ich würde das als erstes abschalten. Sport, der steht auf Sport, versuch mal Komfort. Ja, wir sind jetzt eh wieder da. War ja nur ein kurzer Eindruck, ich wollte jetzt im Livestream nicht stundenlang in diesem Auto fahren. Das machen wir nachher. Das machen wir dann nachher. Taycan steht hier. So, jetzt sind wir wieder auf dem Gelände. Einmal kurz einparken. Zack. Ende Gelände. Und wieder aus. So. So, bitte schön, ich reiche mal nach vorne. So, ich würde sagen, Fazit, also ich fahre den Wagen nachher vielleicht noch mal ein bisschen länger. Ich muss aber auch noch einen Mustang fahren und ich wollte noch den Q4 fahren. Also ganz ehrlich, das ist ein geiles Auto, ne? Da gibt es ja nun gar nichts zu meckern. Also die Frage ist nach dem Verbrauch, ich weiß nicht, diese kurze Strecke, das kann man nicht beurteilen. Ich denke, der Verbrauch ist nicht wahnsinnig niedrig, der wird schon ordentlich was schlucken. In meinem Denken müsste er deutlich unter 20 Kilowattstunden kommen auf 100, bei Tempo 130, was man mit diesem Auto garantiert nicht fahren will. Das ist ja so wie mit dem Taycan. Ich denke, mit dem Auto will man auf der Autobahn schnell fahren. Und dann ist die Frage, was er da schluckt, das kann ich nicht beantworten. Ich werde ihn irgendwann auf eine Reichweitenstrecke schicken. Dann fahre ich aber 130, damit es vergleichbar ist. Ihr werdet es erfahren, wenn es soweit ist. Ich glaube, das dauert noch ein paar Wochen, wahrscheinlich erst nach der Sommerpause. Aber der Wagen ist richtig klasse, vor allem auch die Sitze. Also das sind wirklich geile, super Ledersportsitze. Super Seitenhalt, also man saugt sich da richtig rein. Ja, also für Sportwagenfans das Nonplusultra im Elektroautobereich, würde ich mal sagen. Also gut, Tesla Model S Plaid, das mag es noch sportlicher sein, aber hier vom Fahrgefühl, Innenraumgefühl, Hochwertigkeitsfaktor, ja, ich glaube, momentan gibt es da nichts Besseres. Oh gut, der Taycan ist noch natürlich auch geil, ne? Aber ja, aber wer Audi gerne fährt, der sollte sich unbedingt hier mal den e-tron GT angucken und wer sich's leisten kann. Also ich nicht. Aber jetzt steigen wir mal aus. Mal aufs Auto schwenken vielleicht. Wie ist das Ein- und Aussteigen so hinten? Kleine Menschen, alles gut. Mal hinten reingucken. Aber ich glaube, für größere. Willst du mal hinten kommen, Patrick? Einmal reingucken. Könnte schwierig sein für größere. Also ich habe jetzt mit 1,82 vorne gesessen. Hinter mir könnte ich gerade noch so Platz nehmen. Das probiere ich mal eben kurz. Ja. Also hinter mir kann ich wirklich super gut bequem sitzen. Ich habe ja noch jede Menge Beinfreiheit. Das passt schon. Also auch im Rücksitz sitzt man gut. Die Schalensitze sind so ähnlich hier im Rücksitz wie vorne. Sehr bequem. Also wenn ich mir das jetzt so hinten angucke, könnte man auch mit 4 Leuten eine längere Strecke fahren, ohne jetzt irgendwie Rücken zu bekommen. Ja, doch. Richtig klasse. Machen wir nochmal den Kofferraum auf. Ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig üppig. Ich würde mal schätzen, was mögt das sein? 400 Liter? Knapp vielleicht. Ich kenne das Datenblatt noch nicht. Aber da passt schon einiges rein. Das sieht ja geil aus. Da gibt's nichts. So, jetzt gehen wir nochmal die Autos ab, die hier in Probe gefahren werden können. Also ich werde heute noch den Mustang fahren. Der ist aber gerade, sind beide unterwegs, sehe ich, oder? Sehe ich hier irgendwo einen?
Und ich werde noch den Q4 fahren. Da hinten steht noch ein Mustang. Q4 ist auch gerade unterwegs, beide, ja. Aber der Mustang steht da. Vielleicht kann ich euch noch in den Mustang mitnehmen. Da werde ich mal eben den Audi-Schlüssel abgeben und mir den Mustang-Schlüssel holen. Sekunde. Audi erfolgreich zu Schrott gefahren? Nein. Aber übrigens hat der eine gesprungene Frontscheibe, weißt du das schon? Nein, das habe ich noch nicht. Ja, der hat eine gesprungene Frontscheibe. Wo steht der ungefähr? Da vorne, ganz, so, ganz, ganz rechts. Okay, das war schon so vermutlich, oder? Bitte? Das war schon so, oder? Das war schon so, ja. Ich habe es auf Video zum Glück. Okay. Ich würde gerne den Mustang jetzt noch mal kurz fahren. Da wäre ich ja sowieso eingeteilt jetzt. Ist es Move Electric? Move Electric, oder? Genau. Ja, genau. Das ist der weiße da, ne? Ja, genau. Alles klar. Super, danke. Dauert auch nicht lange. Ja, bis um 13 Uhr. Ja, wir fahren nur eine kurze Spritztour. Wir machen gerade einen Livestream. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist echt das Schöne hier, ne? Gerade so wir als Influencer, wir können jetzt hier alle möglichen Autos fahren. Gut, ich bin die meisten schon gefahren, aber wie gesagt, Audi noch nicht, den Mustang noch nicht und den Q4 noch nicht. Leider kann ich hier keine langen Tests machen, das würde euch auch langweilen und ich habe die Zeit nicht. Ich kenne mich hier in Wien nicht aus, es ist überall Stau. Aber für eine kurze Spritztour und einen kurzen ersten Eindruck, da sollte es eigentlich reichen. Und jetzt meine erste Berührung mit einem Mustang und ich weiß gar nicht, da ist so ein Sensorknopf, da kann man die Tür aufdrücken, super. Ja, also von innen muss man kurz die Pappe hier rausnehmen. Ich lege die mal nach hinten. Dann würde ich sagen, setzen wir uns doch mal rein. Ja, das Erste, was auffällt, hier ist es kühler als im Audi, warum auch immer. So. Ich habe natürlich gerade erstmal am Griff gegriffen und dachte, wieso geht denn das nicht auf? Ach ja. Okay, Start-Stopp-Knopf. Ach du Schande, nee. Kannst du mir kurz die Kamera geben? Also, das ist das winzigste Display, was ich bis jetzt gesehen habe hier, also na gut, im ID 4 oder 3 ist es noch kleiner. Das ist natürlich schon so CinemaScope par excellence, das ist ja total klein, aber es reicht. Man kann es gut erkennen, es ist scharf, also warum muss man ein größeres Display haben? Dafür ist das ja da, das ist halt schön groß. Erstmal Klimaanlage an, ne? Hast du schon? Auto, ja. Alles gut, läuft. Klimaanlage läuft. So, erstmal Patrick und dann kannst du übernehmen. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier hat man so einen Drehschalter. Ich schalte auf R. Es geht in den Rückwärtsgang, obwohl erstmal im Navi einstellen, wo ich bin. So, Navi. Wie komme ich hier zum Navi? Auto? Ne, hier wahrscheinlich. Draufdrücken. Ich glaube, du musst aus dem Rückwärtsgang raus. Ich muss aus dem Rückwärtsgang raus, oder wie? Das kann ja nicht sein, oder? Da draufdrücken. Navigation. Zieleingabe. Nach Hause, Ford-Händler, parken aktuell. Ja. Ist das jetzt meine Zieleingabe? Nee. Das wollte ich gar nicht. Zieleingabe. Nee, mach mal so. Da drauf drücken. Das geht doch normalerweise. Speichern. Speichern. Ist das jetzt richtig? Speichern. Okay, das heißt, wir können irgendwie wieder hier zurückfinden. Okay. Komme ich da rum? Kommst du da vorbei? Ja, komme ich, ne? Rum.
ist das, Patrick? Ja. Hast du noch 20 Zentimeter? Guck mal, geil, die Ansicht. Ah ja, hier sieht man es auch noch. Schön. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist richtig. Also man merkt sofort, das ist ein ganz anderes Auto als der Audi. Der ist viel höher, der ist viel weicher gefedert. Er wankt und schwankt im Vergleich zum Audi. Der lag ja so ein bisschen wie so ein Brett. Und der hier, das ist wie so ein Schiff, also ganz, ganz, ganz anders. Fährt sich natürlich dadurch sehr angenehm, komfortabel. Man hat einen hohen Überblick über die Straße. Also SUV-Feeling hier. Und das ist doch was ganz anderes. Also nicht, dass es jetzt besser wäre, es ist einfach anders. Vor allem die Sitze sind total weich hier. Also selten so weiche Fahrersitze gehabt. Im Audi waren die ja schon ganz anders, waren ja immer so Sportsitze. Und hier kommt mir es vor wie so eine Tempurmatratze. Aber auch der Mustang geht ganz gut ab. Aber natürlich nicht so wie der Audi, das ist klar, ne? Zack, zack. Wir haben gerade noch 55% hier im Akku und er zeigt 173 Kilometer Restreichweite an. Also ist er schon öfter gefahren worden heute. So, kleiner kriegen. Kannst du Fragen erkennen, Nasilla? Dann musst du mir die vorlesen. Ich habe jetzt übernommen. Ach so. Also, wenn ihr Fragen habt, jetzt kann ich wieder lesen. Jetzt oder nie? Genau, jetzt oder nie. Mustang Mach-E ist das hier, falls das noch jemand nicht mitbekommen hat. Genau, hat auch schöne rote Ziernähte, also das sieht schon optisch auch ganz schön aus. Hat auch wieder eine Klavierlack-Mittelkonsole, die schwebt so ein bisschen über allem, so ein bisschen gummiert. Das große Display ist natürlich klasse. Ja, Platzverhältnisse hinten sind sehr gut. Hier haben wir noch so ein Ablagefach. Das ist grün. Vorne ist übrigens der ÖAMTC, das ist der österreichische ADAC. Die haben hier ein Gebäude in Wien, das ist wirklich spacig, also total rund mit Glas. Also es sieht völlig abgefahren aus. Überhaupt hier hat es in Wien natürlich jede Menge schöne Gebäude. Nicht nur die alten, es gibt auch ganz viele neue Gebäude, die ja, so zwischen modern und hypermodern schwanken. Also teilweise richtig tolle von der Architektur. Ich habe eine Zwischenfrage. Was sagst du zur Verarbeitung, fragt ein Zuschauer. Okay, ich bin erst seit 5 Minuten in dem Wagen. Ich habe mir von außen noch nicht so doll angesehen. Von innen, in den 5 Minuten, wo ich hier drin sitze, ist das alles tadellos. Also da habe ich nichts dran auszusetzen. Kleidung, Fahrertür? Sekunde, ich mache mal eben die Wände hier. Jetzt kommen wir jetzt ja gleich nochmal drauf. Obwohl, vielleicht komme ich da ja hier rauf auf das Gelände. Gute Frage, da ist aber ein Einfahrtsverbotsschild. Das macht nichts. Darüber setzen wir uns einfach hinweg. Also ich fahre jetzt über sehr holprige Straßen und zumindest von innen alles ruhig, nichts klappert, nichts knarzt. Das ist schon mal gut. Wir haben hier auch so ein bisschen Hartplastik, ein bisschen Stoffverkleidung. Diese roten Ziernähte, die machen mich voll an, die passen total gut zum Wagen. Allerdings müsste der da eigentlich auch außen rot sein. War der nicht grau? Ja, der war so weiß-grau. Irgendwie ja, so. Das passt doch. Oh, ja, ja, hier sind so Poller, so Schweller. So, Türverkleidung, was haben wir denn da? Wir haben hier aufgeschäumtes Kunstleder, wir haben hier auch Stoff an, wahrscheinlich sind das die Lautsprecher. Wir haben hier auch wieder die Ziernähte, hier unten ist Hartplastik, ja, das sieht okay aus.
Also völlig okay. Jetzt haben wir wieder aufs Gelände drauf. Also es handelt sich hier nicht um die Rallye Paris-Dakar, auch wenn man denkt, nein. Offroad. Aber das Gelände hier, wo die Autos stehen, das ist wirklich irgendwie alte Betonpiste. Jetzt geht das Radio an, warum auch immer. Nachrichten. Gerade irgendwie Verkehrsnachrichten. Ja. Also hier auf dem Gelände kann man echt nicht schnell fahren, weil man sich sonst einen Achsbruch holt. Oder gerissene Scheiben. Oder eine gerissene Scheibe, wahrscheinlich kommt das daher, beim e-tron. Ja, ich packe jetzt erstmal hier. Nee, das soll nicht da nochmal durch. Nee, da fahre ich nicht nochmal durch, die bauen da ja auf. So. So, wir gehen gleich nochmal außen rum. So, parken und ausschalten. Prüfen Sie, ob der Rücksitz belegt ist. Warum das denn? Aber gut. Ich habe mich abgeschnallt, deswegen. Okay. So. Also wie gesagt, die ersten 5 Minuten von innen waren von der Verarbeitung her eigentlich tadellos. Kann man nicht meckern. Von außen gehe ich einfach mal rum. Kamera folgt mir. Also dieser Wagen hier in diesem etwas grau-weiß, sieht auch sehr schick aus übrigens. Also hier ist ein Spaltmaß ein bisschen verzogen, nicht ganz gerade. Also für die Fetischisten unter euch, ne? Stefan, wo ist dein Quality-Check? Ja, sonst, also ich bin ja Laie, was das angeht und mich interessieren die Spaltmaße nicht so. Ich fahre ja auch Tesla. Also für meine Augen sieht er auch tadellos verarbeitet aus von außen, ohne jetzt einen Quality-Check durchgeführt zu haben. Aber der erste Blick, auch mit den roten Bremssätteln, das sieht schon richtig cool aus. Das kann man haben, ganz ehrlich. Gut, hier ist jetzt ein bisschen großes Spaltmaß. Eine Rücktür, ein, zwei schief, wie gesagt. Schlüssel habe ich drin liegen lassen. Also das wird immer schwerer, irgendwie noch große Kritikpunkte an neuen Elektroautos zu finden, weil das sind halt gute Autos. Die Hersteller bauen natürlich jetzt auch schon viele Jahre Autos, Ford jetzt oder Audi oder Mercedes oder VW, name it, die bauen alle schon viele, viele, viele Jahre Autos und die können das einfach. Und ob sie jetzt einen Verbrenner bauen oder ein Elektroauto, ist natürlich von der Karosserie her erstmal nicht so der ganz große Unterschied. Das kommt auf die inneren Werte drauf an, ne? Und wie ist es mit der Ladeplanung, wie groß ist die Effizienz, die Reichweite, wie groß ist der Akku? Solche Sachen, die interessieren mich dann natürlich als Elektroautofahrer doch ein bisschen mehr als das letzte Spaltmaß. Aber weil es gibt auch an den Autos dann immer weniger zu kritisieren, weil die sind einfach auch vom Auto her relativ ausgereift, würde ich mal sagen. Wie gesagt, das Fahrwerk vom Mustang war jetzt deutlich weicher als vom Audi. Ist ganz klar, ist ein ganz anderes Auto, ist viel höher. Von daher ist das jetzt kein Sportwagen in dem Sinne und ist mehr sowas für die Familie. Mehr als der Audi, der ist halt schon ein bisschen sportlicher. So, Q4 glaube ich ist immer noch nicht da. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier nochmal die Reihe ab und gucken, ob der Q4 vielleicht doch jetzt schon hier steht. Nein, ich sehe den nicht. Der Livestream dauert jetzt auch schon, glaube ich, über eine Stunde. Und ich denke, das würden wir dann für den Moment erstmal so damit belassen. Ich würde euch noch gerne einladen, heute um 17 Uhr beim nächsten Livestream bei mir auf dem Kanal einzuschalten, weil dann gibt es nämlich die E-Mobility Reichweiten-Challenge. Und das bedeutet, dass alle YouTuber, die hier sind, und das sind ungefähr 15 bis 20 YouTuber aus Österreich und Deutschland, die bilden Dreierteams und die müssen dann eins dieser E-Autos, das wird ausgelost, welches, ich hoffe, ich kriege ein leichtes, am besten eine Zoe oder so, schieben. Also nicht fahren, wir müssen mal von dem Presslufthammer weg, sondern sie müssen das Auto schieben. Und zwar über einen Parcours, der abgesteckt ist. Und dann geht es eben nach Reichweite. Das heißt, wie lange schaffen die es, innerhalb von 3 Minuten den Wagen zu schieben? Also wie viel 100 Meter? Und wie viele Zuschauer hat der Livestream von diesen YouTubern, die dieses Auto schieben? Also auch ich bin dabei. Ich mache auch einen Livestream zusammen mit meinen 2 Schiebekollegen. Welche das sind, weiß ich noch nicht, weil das wird ja ausgelost. Und deswegen seid unbedingt heute um 17 Uhr in meinem Livestream dabei, weil jeder Zuschauer zählt und Zuschauerin, weil es werden dafür Bäume gepflanzt. Das heißt, die Reichweite, die wir schieben, plus die Zuschauer des Livestreams, das wird irgendwie multipliziert, addiert, dividiert, was auch immer.
logarithmiert und dann kommt die Anzahl Bäume raus. Und das ist doch eine coole Aktion fürs Klima, lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, kostet euch ja nichts. Also würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, möglichst zahlreich. Und wir schwenken noch mal kurz übers Gelände und ich würde sagen, ich wünsche euch dann auf jeden Fall einen schönen Samstag. Hier ist es sehr sonnig und warm und ich hoffe bei euch auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr um 17 Uhr dabei seid. Falls ihr es nicht schafft, ja, Pech, kann ich nichts machen. Aber schaltet meinen Kanal wieder ein bei meinen nächsten Videos. Nächste Woche Donnerstag gibt es übrigens bei mir den IONIQ 5 in der Reichweiten-Challenge, beziehungsweise in meinem üblichen Reichweitentest. Das wird ein sehr spannendes Video. Ich hatte wieder bestes Wetter. Lasst euch überraschen. Bleibt dran, schaltet wieder ein. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, die ganze Palette. Ihr wisst das. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.